Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Turm Oil. Es geht nach und nach in den Endspurt, gerade auch mit Tenny. Wir haben beide 33%. Ist natürlich nicht das Beste. Und ich kann auch anders haben, aber na gut. Und ich darf als Erster setzen. Möchte ich mal behaupten, dieses Stück Land ist nicht mehr zu vergeben. Na gut, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Könnte eventuell die letzte Aufnahmerunde werden, nachdem ich eventuell nicht Bürgermeister werde, weil ich glaube, man braucht 50% dazu, bin mir aber nicht sicher. Jetzt guck mal, das dürfte unter 20 sein, das heißt, das dürfte jetzt noch die höchste Geldquelle sein. Das war irgendwie klar. Gib mir das Ding. Ich habe gesagt, gib mir das Ding. Gib mir das Ding. 10.000, ich gebe lieben gern 10.000 her, wenn es dafür dann funktioniert. Dankeschön, lieben, lieben Dank. So, nochmal 5%. Selbst mal ging es bei 142, glaube ich. Oh Gott, so viel Geld habe ich doch gar nicht mehr. So viel Geld habe ich doch gar nicht mehr. Nimm's einfach. Moment, halt, wie, was? Lisa hätte ja... Ey, ich habe genauso wie die Lisa draufgeschossen. Verdammt. Ich glaube, es gibt noch... Ja, es gibt eine Auktion, die müssen wir gewinnen. Und ich habe zu wenig Geld, um sie gewinnen zu können. Das ist nicht gut, aber gut. Vielleicht können wir... Es gibt keinen Besuch momentan. Na, danke auch fürs Gespräch. Das ist doch gar wunderbar zu hören, dass es keinerlei Besuche gibt. Komm, irgendwo. Irgendwo. So weit da hinten. Das ist natürlich... Ja, kontraproduktiv. Also wenn ich sage, hier hinbauen und... Hier hinbauen, nur um den dann... Hier zu bauen und dann so rüber zu bauen und dich mit dem Wall rauszufinden. Wäre das im Bereich des Möglichen? Können wir gleich mal ein bisschen nach oben karren und hoffentlich ein bisschen Geld damit machen. So ein kleines bisschen zumindest. Hier einen Mauer hinsetzen und das könnte eine Verbindung sein. Beziehungsweise das könnte rausbuddeln. Alles rausbuddeln. Das können wir noch mit dem da hier gut machen. Ja, das passt. Jetzt machen wir nochmal einen hin. Und sagen dann, das soll jetzt nach da links verfrachtet werden. Dann passt es schon wieder. Aber dich hätte ich noch lieben gern. Und noch einen weiteren hier rüber. Einen weiteren hier rüber. Dankeschön. Bin ich ja schon mal recht zufrieden mit allem. Aber der Mauf hat nicht das aufgedeckt, was er aufdecken soll. Und zwar dieses Dreieck hier. Alles andere braucht er gerade gar nicht. Alles andere braucht er überhaupt nicht. Oh Gott, ah, Löchner aber auch. Ich glaube mal hier auf der rechten Seite kann ich ein bisschen was holen, so wie es ausschaut. Mit ein bisschen meine ich ein bisschen was. Nochmal zwei Stück herholen. Und hier rüberbuddeln. Da unten ist auch was. Das heißt, ich muss einen Bohrer bauen, so wie es ausschaut. Einfach nur um, Hallöchen aber auch, noch ein bisschen aushelfen zu können. Okay, das ging jetzt schnell, das ging jetzt ziemlich schnell. Bohrer, zwar nach da unten durch. Dann möchte ich bitte wissen, was das hier ist. Plus Maulwurf, such mir da hinten noch ein bisschen was. Und du hier und du hier. Ich glaube, das ist eine Gasquelle, so wie es ausschaut. Die können wir in der Theorie... Können wir sogar beide hier nutzen, so wie es ausschaut. Um sie richtig schön groß zu machen. Oh, nicht mehr verkaufen, nicht mehr verkaufen sehe ich gerade. Das kommt nicht ganz so gut. Maulwurf. Dorthin setzen. Zack, zack und zack. Ein Megasilo. Passt. Was ich nicht so schön finde, ist die Tatsache, dass ich gerade kein Geld habe, um das Ganze hier hochzuzüchten. Können wir vielleicht ein bisschen was nach links verkaufen? So ein klitzekleines bisschen. Hallöchen, ich sehe dich da hinten. Wenn wir die Sachen hier vollpumpen können. Beziehungsweise, ich würde lieben gerne wissen, bist du ein Feld? Yep, du bist ein Feld. Aber eins, das ich so noch nicht beliefern kann momentan. Was nicht so schön ist. Hier wird gesagt und hier wird gesagt, hier aber noch nicht.
Na komm, 400. Ein Dollar, das ist in Ordnung soweit. Kann man ein bisschen was verkaufen, um hier durchzustoßen. Und du trinkst dann direkt weiter, um hier vor durchzustoßen. In irgendeiner Weise muss ich ja hier etwas Geld machen. Hallo, da hinten ist der nächste. Ich hoffe mal etwas Größeres als bis jetzt. Zu machen, zu machen, zu machen und zu machen. Und ich bitte darum. Wie? Das funktioniert jetzt nicht. Willst du mich eigentlich verkackeiern? Muss ich das jetzt noch so etwas weiter ausbuchsieren oder was? Oh komm schon, ich habe doch hier extra den da hier. Um ein bisschen was gegen zu machen zu können. Und ich sehe gerade, wir müssen das hier ganz dringend nach oben buxieren. Um noch mehr und noch schneller etwas herausfuddeln zu können. Jetzt scheint es zu funktionieren. Ich weiß nicht warum, aber okay. Besser so als überhaupt gar nicht. Sonst... Ach, da unten sieht noch was. Ich würde gerade sagen, ja, einer reicht aus. Einer reicht aus. Ich möchte nur ein bisschen haben, um einen Maulwurf nach unten zu jagen. Und ich sehe bereits, es ist Juli. Was mir gerade nicht ganz so gefällt. Da ist auf jeden Fall noch eine gute Schiene zu holen. Können wir vielleicht ein bisschen was verkaufen hier? August, erstmal sagen. Geh bitte zu weit runter. Und komm, 222 so weit nach unten. Ich meine, das ist ja nicht schlecht, was wir verkaufen. Das ist ja nicht schlecht. Nicht das Beste auf der Welt, aber auch nicht das Schlechteste auf der Welt. Ich will mal gerade behaupten, die zwei müssen wir aufpumpen, weil das dürfte wahrscheinlich ein etwas größeres Lager sein. Genauso wie die Strecke hier. Und ich auch noch gleich. Kann man ein bisschen nach links verkaufen. Ich meine, wir machen nicht den größten Gewinn aller Zeiten, aber das müssen wir in dem Sinne noch nicht. Ich sehe gerade, diesen aufgepumpt. Die auch. Die nur halber. Die auch und die auch. Okay, nochmal durchgucken. Fehlt noch irgendwas. Der muss auf jeden Fall auf Maximum hochgepumpt werden. Genauso wie hier die Leitungen hier noch. Oh, oh, ich sehe gerade, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Bitte einmal nach links abgasen. 13, das ist noch in Ordnung, das ist auch noch in Ordnung. Jetzt habe ich tatsächlich zu wenig Speichervolumen wieder mal. Oktober haben wir es bereits. Oh Gott. Das Ding da hinten ist noch nicht leer gesaugt. Komm, ein bisschen was verkaufen. Dankeschön. Hier auch ein bisschen was verkaufen. Muss nicht viel sein. Muss ganz und gar nicht viel sein. Hauptsache irgendetwas verkauft. Und so viel rausgezogen wie nur irgend möglich. Ah, die müssen wir noch hochpumpen. Ich kann sagen, irgendwas fehlt doch hier noch. Irgendeine Kleinigkeit fehlt doch hier noch. Wir können hier schon mal ein bisschen was verkaufen. Beziehungsweise wir können... Das machen wir jetzt einfach. Wir nutzen diese Quelle, um das Öl so schnell wie möglich rauszuschießen. So schnell wie möglich, mache ich so schnell wie möglich. Oh Gott. Also ein bisschen zu schnell, das ist ein bisschen zu schnell. 250, da brauchen wir nichts mehr verkaufen. Dezember, letzter Monat, das ist nicht so schön. Überhaupt nicht schön. Denn noch bin ich eigentlich nicht bereit, den Monat hier zu beenden. Am Heer rüberjagen. Hier zwei. Ihr werdet eh nicht mehr größer. Und noch hier dich einmal machen. Und nochmal dich einmal machen. Und nochmal dich einmal machen. Dann könnten wir eigentlich schon mal damit anfangen. Das ist eh geschlossen. Das wird geöffnet. Und das wird geöffnet. Oh Gott, ich habe nicht genug Geld. Extra Zeit kaufen. Yep, ich benötige noch extra Zeit. Um alles auf die rechte Seite zu verkaufen.
Und alles mal nach rechts rüber verschieben. So schnell wie es nur irgendwie geht. Ich kaufe gerne noch ein paar weitere Karren ein, um das zu realisieren. Hauptsache, ihr verschifft mir alles, was ich so brauche hier nach drüben. Na komm! Schon wieder nicht ganz geschafft. Es ist immer dieses kleine gewisse Extra. Ich möchte zu viel rausholen. Da lagen jetzt bestimmt nochmal 10.000 drin. Oh Mann. Ja, das war klar. Es wird nicht gut für mich enden. Landauktion. Das letzte Stückchen, das wir noch haben. Jetzt die Frage, wo gibt es noch mehr? Ich würde einfach mal sagen, hier gibt es noch mehr. Die versteifen sich echt auf da unten. Auch nicht schlecht. Wenn ich mein Fäckchen Land da unten bekomme, bin ich schon zufrieden. Okay, und jetzt das große Ganze. Ich muss Henry übertrumpfen. 8%. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Ich muss irgendwo in den Bereich hier hinkommen. Dann kaufe ich es und dann wäre es. Dann wäre es. Aber ich glaube, das lassen die nicht zu. Nein, das lassen die nicht zu. Henry, der Hundling, hat mich übertrumpft. Oh Gott. Nicht unter 85 Cent. Ist ja schon mal etwas. Das machen wir einfach mal. Keine schöne Runde auf jeden Fall. Hätte ich mir jetzt auch anders vorgestellt. Halt, X muss ich ja drücken. Direkt hier am Start, wunderbar. Direkt hier am Start, wunderbar. Oder doch nicht ganz am Start. Hallöchen. Ah, jetzt da. Ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt doch da nicht ganz. Ein kleines bisschen hat da nicht gestimmt. Ja, na gut. Einmal links ein Silo, einmal rechts ein Silo. Und ansparen. Beziehungsweise den nächsten Windschlotengang schon mal losschicken. Immerhin. Oh, Hallöchen aber auch. Da muss ich jetzt nochmal nachgucken, wo er genau was findet. Irgendwo hoffentlich in der Nähe. 80 Cent, 90 Cent. Das ist nicht wirklich viel, was der Mann mir hier gerade gibt. Wir müssen noch ein bisschen was verkaufen. So ein klitzekleines bisschen zumindest, damit ich nächstes Mal auf die Ohren schicken kann. Wo zum Henker ist denn diese... Ich würde gerade sagen, bitte nicht fünfmal das gleiche Feld abgrasen. Das wäre nicht ganz so schön. Oh, nicht verkaufen. Hier drüben verkaufen. 1,7. 1,7, das klingt doch nach was. Können wir vielleicht den nach da unten jagen? Nicht ganz, aber gleich. Das wäre im Bereich des Möglichen und wir... Oh, komm, ernsthaft. Und einmal angezapft. Zweimal unter dem gleichen. Jetzt frage ich mich aber gerade ernsthaft, wo das Bild ist. Auch nochmal was. Ach, da drüben ist was. Okay, das ist natürlich was anderes. Das ist natürlich etwas anderes. So, einmal hier rüberfahren. Hier ein bisschen was und dort ein bisschen was. Und noch ein paar mehr Maulwürfe in der Gegend, weil der hier scheint irgendwie nichts mehr zu finden. Das heißt, hier wird es an sich nicht viel zu geben. Ja, das ist gerade wirklich irgendwie nicht wirklich viel. Das Ding ist auch schon leer. Wir haben immer noch nicht die andere Stelle gefunden. Wir können auch an sich ein paar Maulwürfe durchjagen, wo wir vielleicht ein bisschen Gas finden, auf das wir aufbauen können, aber sonst glaube ich irgendwie gerade, dass wir hier nicht so glücklich mit der Welt werden. Mm-mm. Ganz und gar nicht sogar. Wir könnten ja das hier machen. Ah, nichts mehr, weil wir kein Geld mehr haben. Zumindest immer, wir zwacken hier ein bisschen was ab. Dem scheint gerade überhaupt nicht so zu sein. Dann verkauft mich hier drüben ein bisschen was. Ah, wobei. Hier ein bisschen verkaufen. Ach, komm schon.
will ich das Geld ausgeben für einen Steinbohrer an der Stelle. Ich könnte damit ein bisschen mehr Geld machen. Hat die rechte Seite verkaufen? Ist es das wert? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir können ja mal gucken, inwieweit wir hier durchkommen. Beziehungsweise inwieweit sich mal jemand entscheidet, mir was frei zu buddeln. Na komm. Ernsthaft? Okay, es ist gerade gar nicht, oder wie? Bohren wir mal hier daneben was hin. Dann bohren wir hier noch ein bisschen was hin. Und hier zu. Jetzt müsste ich das Ganze natürlich noch in irgendeiner Art und Weise zumachen können. Aber dafür habe ich gerade kein Geld. Das heißt, wir gucken mal, ob wir uns ein bisschen was leihen. Komm, 1000 leihen wir uns einfach. Komm, egal. Kaufen uns noch mal ein bisschen was. Die Dinge können bloß einzeln gemacht werden. Oh, du verarschst mich doch. Na gut, dann tun wir bloß das eine anwachsen lassen. Egal, egal. Aber ich weiß immer nicht, wo deins sein soll. Ist da unten, oder was? Tatsache. Ganz, ganz unten im letzten Eckele findet man noch ein bisschen was. Ob es das bringt, ist es auch die nächste Frage. 90, kaum ein bisschen was. So, buddeln wir halt da noch ein bisschen was aus. Dann sagen wir noch, du kriegst... Na komm, ich brauche nur ein bisschen was. Du gehst hier rein. Und sobald das in irgendeiner Art und Weise groß ist, können wir mal sagen, du gehst hier rein, und du gehst hier rein. Plus, wir brauchen noch ein klitzekleines bisschen. Dankeschön. Um unseren Kran frei zu machen, wollte ich gerade sagen. Oktober, November. Da ist echt so gut wie nichts zu momentan. Ich muss einfach noch ein bisschen was machen. Hauptsache in irgendeiner Art und Weise holen sie was raus. Okay. Das heißt, wir müssen den linken Preis jetzt nach oben steigern. Das heißt... Wir gehen nach da drüben hin, verkaufen auf die linke Seite etwas und sagen dann auf. Sag bloß, der ist neu durchgelaufen. Nope, der ist neu durchgelaufen. Dann müssen wir das zumachen, um das hier zu steigern. Um hoffentlich alles, was wir haben, in irgendeiner Art und Weise nach links verkaufen zu können. Sonst schauen wir nämlich ziemlich alt aus. Wenn wir das nicht machen können. Na komm. Größere Wegen. Alles rumverkaufen. Alles nach links verkaufen. Das passt schon. Ein bisschen schneller noch machen. Damit die auch ja reichen. Extra Zeit kaufen. Yep, ich möchte mir extra Zeit kaufen. Und das Lager ist noch bei weitem nicht ausgelutscht. Na, wunderbar. Das freut mich doch auf jeden Fall zu hören. Oh Gott, kann man denn vielleicht noch... Kann man da noch ein bisschen was rausholen? Ah, nein, das geht ja nicht. Wegen dem Schmarr hier. Oh Gott, nein. Na gut, 7000. Das war überhaupt nicht ergiebig. Ja, war klar, Henny macht's. Henny macht's Spiel auch immer. Das war's heute, ich habe kein Land mehr. Lass uns mal sehen, wer der neue Bürgermeister wird. Es gibt noch keinen Gewinner, das heißt, dass die Aktionäre mit den kleinsten Anteilen gehen müssen. Also Lisa muss seine Sachen packen und gehen und wir werden die 12% Auktion versteigern. Moment. Okay, das ist mir neu. Trifft mich bei der Aktion, um die 12% zu entscheiden. Und 12%. Ja, das ist jetzt lustig. Die werde ich so schnell nicht bekommen.
Weil danach haben wir nämlich immer noch keinen. Es wird nichts werden. Er? Moment, er? Es gibt nur noch keinen Gewinner, das heißt, dass wir den Kleinstachsen hier. Es kommt Jim weg. Oh Gott. Ich hätte gern, liebend gern noch mein Zeug verkauft. Oh Gott, der wird's mir nie geben. Henry, es tut mir leid. Ich weiß, ich habe ziemlich böse Dinge über dich und deine Dinge. Na! Du willst mich doch wohl verarschen, oder? Henry hat 66% der Stadtaktien. Das bedeutet, dass das Spiel vorbei ist. Die Stadt wurde übernommen von den Maulwürfen. Die schlimmste Niederlage überhaupt. Und das, obwohl ich mit den Maulwürfen gearbeitet habe. Ich bin schuld daran, dass die Maulwürfe diese Welt erobern werden. Ich breche vom Glauben ab. Sorg dich nicht um das Verlieren. Nicht alle können so gut sein wie ich. Das ganze Land mal anschauen. Ja, wunderbar. Ein paar Miesen haben es ausgemacht. 3, 4 Stück habe ich mir, glaube ich, geleistet. Oh Gott. Aber okay, im Expertenmodus. Er ist schwer. Er ist richtig böse schwer, der Mann. Ach so, man kann auch aufklären, was man hat. Heide Witzka, das habe ich nur gar nicht gedacht gehabt, dass man sowas machen kann. Aber okay. Gut, Henry ist es dieses Mal geworden. Ob ich noch eine dritte Runde mache, weiß ich noch nicht. Da muss ich mir erstmal eine Nacht drüber schlafen. Aber nachdem ich jetzt erstmal ein paar andere Projekte noch vor mir habe, denke ich mal, zumindest pausieren werde ich. Das Ende war jetzt etwas ernüchternd, aber na gut, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, mir bei dieser kleinen Tour etwas über die Schultern zu schauen. Wahrscheinlich kann ich es bloß noch beenden, oder? Wir haben die Stadt verlassen. In diesem Sinne hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein könntet. Mit eventuell einer neuen Season, beziehungsweise bei einem meiner anderen Let's Plays. Bis da, Torben, macht es gut und wie immer. Tschüssi. Na, Henry.